Durch diese technische, zumindest vorherige Kommunikation, fand eben weder emotionale Übertragung noch dieses Networking oder dieses Interzwischenmenschliche statt. Das sind Dinge, die wir beispielsweise als allererstes gelöst haben. Hallo und herzlich willkommen im Unternehmerporträt Plus, Inhaber und Unternehmer im Interview. Heute stellen wir Ihnen Bosko Todorovic vor. Er ist Chief Growth Officer bei der Tremper GmbH, ist dort für Marketing und Vertrieb zuständig und er sorgt mit seinen 15 Kollegen für digitale und hybride Live-Kommunikation. Aber auch während des Lockdowns hat Bosko nie die Hoffnung verloren. Da kommen wir gleich zu, was das bedeutet. Und er strebt immer danach, dass seine Kunden zufrieden und glücklich sind. Wenn das nach ihm ginge, würde er wahrscheinlich jeden Tag gerne Tennis, Golf und Basketball spielen. Ist verheiratet, hat zwei Kinder und sein Motto ist, in Krisen entstehen tolle Produkte. Hallo und herzlich willkommen, Bosko. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja. Du, was machst du denn, damit deine Kunden zufrieden und glücklich sind? People Business in erster Linie. Wir haben zwar eigentlich ein sehr digitales Produkt und man denkt immer, man hat gar nicht so viel mit Menschen zu tun, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall, denn in erster Linie haben wir direkt mit Kunden zu tun, die wir versuchen mit unserem Produkt so zu erreichen und so glücklich zu machen, dass sie am Ende sagen, Mensch, das war ja eine tolle Geschichte, die wir da mit euch gemacht haben. Und dafür muss man sich natürlich in jeden Kunden immer individuell einarbeiten, denn jeder hat andere Ansprüche, jeder hat einen anderen Fokus letztendlich. Manche wollen es mehr technisch, manche wollen es mehr inhaltlich getrieben und so weiter. Und das muss man im Vorfeld verstehen und deshalb führen wir sehr, sehr viele Gespräche im Vorfeld, um überhaupt erstmal zu verstehen, was will der Kunde am Ende erreichen, also was macht den Kunden wirklich glücklich. Und dann versuchen wir, unser Produkt so an den Kunden zu adaptieren, dass auch wirklich das bestmögliche Ergebnis erzielt werden kann. Und dann muss der natürlich am Ende sagen, Mensch, das war super, das mache ich nochmal. Im besten Fall sollte es so sein, genau. Die Frage ist natürlich, dadurch, dass du ja Marketing und Vertrieb unter dir hast, wirst du natürlich sehr nah am Kunden sein und sehr schnell verstehen, okay, was wollen die eigentlich, was brauchen die da eigentlich und wie kommunizieren wir das am besten nach draußen? Also von daher bist du ja die Schnittstelle sozusagen, ja. Genau. In Universalpersonen. Also das heißt, Marketing und Vertrieb im Online sowieso immer sehr nah beieinander. Sollte es generell immer sein, finde ich, weil das eine funktioniert ohne das andere nicht. Und da hast du völlig recht, wir sprechen, also auch ich spreche viel mit unseren Großkunden direkt. Unsere Sales-Leute sprechen dann natürlich auf anderer Ebene. Aber wir sind nicht nur da, um den Kunden direkt glücklich zu machen, sondern auch indirekt, weil wir das Feedback zum Beispiel vom Kunden, also natürlich müssen wir das Produkt so vorbereiten, dass das Ziel erreicht wird, was der Kunde sich vorstellt. Aber am Ende müssen wir dann auch das Feedback einsammeln. Zum Beispiel, wenn der Kunde sagt, das war super, aber. Und dieses Aber müssen wir dann einsammeln und müssen das dann an unser Produktteam und an die IT weitergeben, dass zum Beispiel das Produkt beim nächsten Mal noch besser wird. Und wir haben irgendwann auch aufgehört, das Produkt von uns aus weiterzuentwickeln, sondern wir haben gesagt, wir warten erstmal ab, was die Kunden wollen. Also wir haben ein bestimmtes Niveau erreicht. Und ab jetzt entwickeln wir nur noch in Zusammenarbeit mit unserem Kunden. Denn durch die Zeit hat sich die gesamte Kommunikation einfach verändert, besonders in den letzten 2 Jahren. Der Katalysator war einfach die Pandemie. Und vorher hätte es völlig ausgereicht, wenn überhaupt, ein Zoom-Meeting zu machen oder ein Teams oder was auch immer. Und dann hat man das schon fast ein Event genannt. Und mittlerweile sind die Ansprüche einfach so dermaßen gewachsen, dass diese Plattformen, so wie sie vorher existiert haben, nicht mehr ausgereicht haben. Es gab aber noch nichts anderes, weil einfach die Erfahrung mit jeder Nutzung weiter steigt. Und dadurch haben wir dann das Feedback erstmal eingesammelt nach der erfolgreichen Nutzung und gesagt, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, in welche Richtung können wir noch weitergehen. Und so sind die Anforderungslisten immer größer geworden. Unsere Roadmap hat sich dadurch gefüllt. Und so können wir also den Kunden noch glücklicher machen, weil nicht nur, dass wir im ersten Schritt zuhören, sondern wir hören auch im zweiten Schritt zu und versuchen das dann umzusetzen. Also auch das ist ein wesentlicher Faktor, warum ein Kunde am Ende glücklich sein kann oder soll.
Du hattest im Vorgespräch kurz erwähnt, dass ihr eigentlich vor der Pandemie schon sehr gut on the run wart. Ihr hattet sozusagen schon ein paar Sachen entwickelt und durch die Pandemie alles umgeschmissen, ja, so gefühlt. Und für genau, euch dann. Nicht nur gefühlt, ja, leider auch in der Realität. Richtig. Ja. Ja. Genau. Was ist da passiert? Also hol uns mal ab, so wie ging es dir da? Wie es mir ging? Mir ging es, um es mal salopp zu sagen, beschissen, weil wir sind in ein richtiges Loch gefallen. Wir sind wir sind nach wie vor ein Startup und Startups haben immer eine Idee, sie bekommen Geld für diese Idee, möchten die dann umsetzen und bei uns war es so, wir haben ein Dreivierteljahr entwickelt, wir haben MVP gebaut, wir haben mit der Zielgruppe kommuniziert, wir haben ganz viele Tests gemacht mit Zielgruppen und sind dann, also das war so im April, im November sind wir dann gestartet, Ende Oktober, Anfang November und sehr erfolgreich gestartet, muss man sagen. Und dann kam die Pandemie 2020, Anfang des Jahres, wann war das, Februar, März irgendwie, war der Lockdown. Und unser Produkt vorher war eine reine Mobile-App, die das Treffen im echten Leben, also offline, fördern und initiieren sollte und organisieren. Und natürlich durch die Pandemie war das von heute auf morgen nicht mehr möglich. Unsere Traffic-Zahlen sind wortwörtlich von 100 auf 0 gefallen, von heute auf morgen. Und wir haben natürlich erstmal probiert, das alte Produkt, so wie es war, irgendwie zu nutzen, um eine andere Nutzung hinzubekommen. Hat nicht funktioniert und mehr oder weniger per Zufall in dem Falle sind wir in ein völlig neues Segment gerutscht, nämlich von B2C auf B2B. Und haben versucht, die Kommunikation für Menschen, die jetzt zu Hause bleiben mussten, online so darzustellen, dass sie trotzdem zum Beispiel Workshops abhalten konnten. Also eine unserer ersten Zielgruppen waren zum Beispiel Trainer, also diese ganzen Consultants und Trainer und Workshop-Leiter, weil die genauso wenig plötzlich nichts mehr zu tun hatten. Die konnten ja keinen Workshop mehr leiten, zumindest nicht offline. Online gab es so einige Seminar-Tools schon, aber die waren auch nicht so perfekt, sage ich mal. Und dann sind die von sich aus per Zufall auf uns aufgesprungen und wir haben dann E-Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, ey, das finden wir total super, können wir das nutzen? Haben wir gesagt, natürlich, gerne. Und so entwickelte sich plötzlich das Ganze in eine völlig andere Richtung, die wir vorher gar nicht geplant und auch gar nicht erahnt haben. Und da haben wir dann aufgegriffen und gesagt, so, was wollen die eigentlich? Was brauchen die überhaupt? Und haben dann weiterentwickelt in diese Richtung. Das haben wir fast ein Jahr gemacht. Völlig kostenlos im Grunde genommen, weil wir immer noch überzeugt waren, wir brauchen einfach eine große Menge an Nutzern, um das Ganze wie so eine Art Social-Media-Plattform wachsen zu lassen und eher über die Nutzerzahlen erfolgreich zu werden. Und nach einer gewissen Weile, da waren wir wieder so ein bisschen verzweifelt, weil wir gesagt haben, das entwickelt sich noch nicht ganz so, wie wir das wollen, zumindest nicht in der kommerziellen Masse. Kamen dann plötzlich Menschen auf uns zu, Unternehmen in erster Linie, sagten, wir würden auch dafür bezahlen, wenn ihr uns noch das und jenes dazu baut. Dann haben wir gesagt, oh, da will jemand dafür bezahlen, also sind wir auf dem richtigen Weg. Wow. Ja, und das war dann das nächste Aufwachen, ja, dass wir gesagt haben, okay, B2C wird zu B2B, B2B wird zu einem bezahlten Produkt, dann brauchen wir auch gar nicht mehr so die Masse im Grunde genommen, weil dann brauchen wir eher weniger, aber zahlende Kunden. Und so sind wir wirklich Entwicklungsschritt für Entwicklungsschritt gegangen. Und auch jetzt haben wir wieder den Vorteil, die nächste Evolutionsstufe, die wir gerade gezündet haben, auch wieder unabsichtlich war, im Grunde genommen, dass vor einem Jahr circa das Thema Metaverse plötzlich so populär wurde. Und wir haben ja digitale Räume geschaffen, noch bevor dieser Begriff in der Öffentlichkeit so populär war. Und jetzt gleiten wir so ein bisschen mit auf dieser Schiene, weil viele Unternehmen sagen, okay, wir müssen irgendwas mit Metaverse machen. Wir wissen zwar noch nicht so richtig was und das Ganze kommerziell zu machen ist auch noch nicht ganz einfach. Aber im B2B-Bereich, im Event-Tech-Bereich macht es schon sehr viel Sinn. Und daher sehen wir uns jetzt so ein bisschen als intermediäres Produkt zwischen einem Live-Kommunikationstool wie zum Beispiel Zoom, Teams und so weiter. Und einem Metaverse, so wie vielleicht ein Mark Zuckerberg sich das mal vorgestellt hat, mit fantasievollen Avataren und einer Realität, die eben nur noch online stattfindet. Ja, aber in vernünftig. Und das sind also diese Faktoren, die uns, genau,
Und viele unserer Kunden, muss man dazu sagen, sind nicht besonders tech-affin, brauchen aber so etwas. Und dafür brauchen wir wiederum eine einfache Lösung, die also jeder nutzen kann, die jeder sofort versteht und trotzdem am Ende sagt, boah, das war ja so, als wenn wir uns live getroffen hätten. Mhm. Was würdest du sagen, wie kriegt man das am besten hergestellt? Ich meine, wir hatten zwischendurch ja auch so ein bisschen so ein Fatigue-Syndrom gehabt, gerade was so diese Online-Meetings anging. Ja, die Leute wollten dann eher wieder sich auch live treffen, wenn es ging. Und wie ist so deine, wie nimmst du das wahr? Also was ist so dieses Kernelement, was ihr braucht oder was diese Software so möglich macht, warum die auch sagen, genau das ist es, was wir brauchen? Relativ einfach. Man muss sich einfach mal überlegen, warum trifft man sich überhaupt? Also was ist jetzt die Kernaufgabe vom physischen Treffen? Und man muss ganz klar differenzieren. Es gibt im Grunde genommen zwei große Bestandteile. Das eine ist der reine Informationsaustausch. Zum Beispiel, ich gehe mir einen Vortrag anhören von irgendjemandem. Das kann ich aber auch super bei YouTube. Ja, das kann ich auch als voraufgezeichnete Geschichte, wenn ich einfach nur die reine Information haben will. Was ich aber in diesem Moment nicht übermitteln kann, oder zumindest sehr schwer, sind zwei andere Dinge. Erstens Emotionen. Das heißt, zum Beispiel auf einer Messe. Ja? Warum sind Messestände immer laut, bunt, groß, toll? Ich könnte doch theoretisch so einen Messestand nehmen, zwei Stühle und einen Tisch hinstellen und sagen, so, setz dich hin, wir reden. Ja. Ja? Macht keiner. Warum? Weil es geht um viel mehr als nur das Reden, sondern es geht um Haptik, Optik, Geruch, Sound. All diese Dinge spielen eine wesentliche Rolle, dass man also dann von diesem Meeting weggeht und sagt, boah, das war ja jetzt echt geil. Und das zweite ist Networking. Das heißt, dieses Intermenschliche, das Zwischenmenschliche, was wir machen, wenn wir einen Gang entlang laufen zwischen zwei Messeständen und dann treffen wir da einen alten Kollegen. Und dann ist das so, ach Mensch, du hier und lange nicht mehr gesehen und erzähl doch mal. Und also diese sehr persönliche Ebene, das Austauschen ad hoc, was im Übrigen auch im Büro stattfindet, auch habe ich auch erst dann gelernt, da gibt es einen Fachbegriff für, im Englischen nennt man das Watercooler Moment. Im Deutschen wäre das vielleicht eher so der Kaffeeküchenmoment. Mhm. Ja, also das heißt, wenn man sich zwischen den Denkphasen beim Arbeitsplatz, also ich hoffe, man denkt dabei, aber wenn man sich halt eben mal irgendwo beim Kaffee holen mit einem Kollegen trifft, ad hoc, per Zufall und dann Austausch. Kann auch super befruchtend sein, genauso wie ich auf einer Messe diesen, gerade im Online-Bereich zum Beispiel, lernt man ja immer am meisten, indem man sich über Netzwerk weiterbildet. Und das ist das, was bei Zoom, Fatigue etc. genau dazu geführt hat, weil es diese Komponenten nicht gab. Sondern es war eine rein technische Geschichte. Ich setze mich hier vor so eine Kamera, ich lasse mich berieseln, vielleicht mache ich sogar meine Kamera und mein Mikrofon gar nicht an. Das passiert ja auch sehr häufig. Ich verstehe nicht warum, wovor die Menschen da so Angst haben, weil ich kann ja im echten Leben auch nicht eine Papiertüte über den Kopf ziehen und sagen, ich möchte nicht, dass du mich jetzt siehst beim Reden oder sowas, sondern ich möchte als kleines Mäuschen einfach nur zuhören. Aber gut, das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall durch diese technische, zumindest vorherige Kommunikation, fand eben weder emotionale Übertragung noch dieses Networking oder dieses Interzwischenmenschliche statt. Das sind Dinge, die wir beispielsweise als allererstes gelöst haben. Also wir sind über diese Problemstellung an die Technik rangegangen. Okay, spannender Faktor. Wie löst ihr das? Weil ist ja auch nicht ganz so einfach. Weil wenn wir zum Beispiel in Zoom sitzen, ich muss jetzt erstmal zuhören. So, ne? Ich bin jetzt erstmal raus für eine Runde. Genau. Wenn wir jetzt noch zwei, drei mehr Personen haben, die müssen sich dann auch erstmal rausziehen. Dann kommt vielleicht jemand dran und sagt, okay, ich habe was zu sagen. Ja, ich möchte jetzt eine Frage stellen. Jemand anders will noch eine Frage stellen. Dann kommt ja schon so diese Durcheinander halt zustande. Wie geht ihr mit solchen Sachen um? Wie löst ihr sowas? Also ich habe ja gesagt, wir haben virtuelle Räume. Ein virtueller Raum ist im Prinzip so konzipiert wie ein echter Raum. Das heißt, ich habe verschiedene Ecken, die ich aufbauen kann. Ich kann das Ganze so grafisch gestalten, dass ich sage, entweder ist es wie ein Büro aufgebaut oder ein Messestand mit einzelnen Bereichen, wo ich mich zurückziehen kann. Und wir kopieren das Verhalten wie im echten Leben. Das heißt, ich kann wortwörtlich herumlaufen mit meinem Video.
Ich kann also durch die Räume hindurchgehen, ich kann an verschiedene Bereiche gehen, ich kann nur konsumieren und sagen, ich möchte mit niemandem reden, ich gucke mir jetzt nur irgendwelche Informationen an, ich kann aber auf jemanden zugehen, wie ich es auf einem echten Messestand tun würde mit meinem Video, gehe an ihn ran und sage, hallo, Matthias, ich habe mal eine Frage zu eurem Produkt oder was auch immer, und dann sagst du, super Boschko, lass uns mal hier zur Seite gehen und uns unterhalten. Das ist bei Zoom nicht möglich oder überhaupt in jeder Videokommunikation nicht möglich, weil da habe ich immer, egal wie groß die Gruppe ist, selbst bei einer Dreierkonstellation, immer ein One-to-Many. Das heißt, einer spricht, mehrere hören zu. Bei uns können wir über die Abstände, die ich voneinander habe, die Situation nachempfinden und sagen, nur diejenigen, die beieinander stehen, können sich hören. Das heißt, innerhalb eines virtuellen Raumes können viele kleine Gruppen entstehen oder Einzelgespräche, die sich nicht gegenseitig stören oder überlappen. Und genau dann habe ich diese Networking- und diese Socializing-Atmosphäre. Und wenn ich jetzt mit der einen Gruppe fertig bin, dann gehe ich halt eben zur nächsten und unterhalte mich da. Oder ich laufe einfach herum und dann treffe ich plötzlich zufällig jemanden im virtuellen Raum und sage, Mensch, Matthias, du hier? Das ist ja ein Zufall, erzähl doch mal. Mhm. Ne? Und das sind genau diese Situationen, die wir digital jetzt nachempfinden können. Und das auch noch in jeder beliebigen Fantasiewelt. Wir haben für einen Kunden mal ein Management-Meeting gehabt bei Alice in Wonderland. Genauso wie wir für einige Großkonzerne Hausmessen mit mehreren tausend Teilnehmern durchgeführt haben. Was mich, also das ist geil, halt eben das, was wir anders machen. Ist, genau, also zu meinem Verständnis oder auch so vielleicht für die Zuhörer, Zuschauer hier, das heißt, das ist ein bisschen wie so ein Videogame. Ja? Da gab es ja auch schon so Beobachtungen, da haben ja Leute haben angefangen, sich dann per Konsole zu treffen, ja, und sind dann irgendwie in, ich weiß gar nicht, Red Dead Redemption oder so sind sie dann rumgerannt oder in WoW oder so, ja, weil du ja, ja, ja. Hast du ja ein ähnliches. Ja, es ist nicht ganz so fantasievoll. Es genau. Ist nicht, also wir sind ein bisschen nüchterner, ja, also wir sind jetzt keine Fantasie-Avatare, sondern es ist Wort, also eigentlich ist es dein Video so wie hier jetzt beispielsweise, nur mit dem Unterschied, dass es nicht starr in einer fertigen Struktur ist, sondern du kannst mit der Maus dein Video festhalten und es woanders hinschieben, innerhalb des Raumes. Und wir haben eben nicht diese Gaming-Welt geschaffen, sondern eine eher nüchterne Welt, weil wir eben viel oder eigentlich ausschließlich B2B machen. Und das hat meistens einen eher seriöseren Hintergrund. Natürlich kann man das in Fantasiewelten übertragen, machen aber die wenigsten. Weil wir haben dann schon Unternehmen, die das sehr, sehr ernst nehmen und sagen, wir machen jetzt hier die Kopie eines einer Messeveranstaltung oder einer Konferenz, Ärztekonferenzen zum Beispiel, die haben gar keine Lust, mit irgendwelchen Avataren hier rumzurennen, sondern die wollen das relativ nüchtern und professionell machen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Also das war jetzt sozusagen auch mein Fingerzeig. Also eure Kunden werden wahrscheinlich andere Ansprüche haben, als sich jetzt mit einer Konsole irgendwo einzuloggen und mit einem Oga rumzurennen. Ja. Genau. Absolut, aber du hast mit einem Punkt recht. Das Engagement ist deutlich höher. Auch selbst mit so einem nüchternen Avatar sind die Teilnehmer eben nicht mehr so aller, ich mache meine Kamera gar nicht an und mein Mikrofon gar nicht an, sondern die schämen sich fast schon dafür, dass sie ihre Kamera nicht anmachen, während alle anderen die Kamera anhaben. Mhm. Ja, man ist so ein bisschen Außenseiter und dann sagt man sich, ach gut, dann mache ich jetzt auch an, weil ich möchte mein Gegenüber dann sehen im One-to-One-Gespräch im Zweifelsfall. Ja. Und deshalb ist das Engagement der Teilnehmer deutlich höher und die Bereitschaft auch deutlich höher. Was beobachtest du so, wenn Kunden zu euch kommen, was sie am Anfang erstmal auf jeden Fall verstehen müssen, bevor sie überhaupt reinkommen? Weil wir reden ja auch über sehr klassische Märkte, die vielleicht mit diesem ganzen Online-Digital-Thema noch gar nichts weiter so zu tun hatten und jetzt auch so reingeschmissen wurden durch Corona. Was beobachtest du so? Wo sind die ersten großen Fragen sozusagen, ja? Ja, also ich glaube, die wesentliche Frage ist immer die, oder nicht unbedingt Frage, aber die Aussage ist die Angst vor der Komplexität. Das heißt, die Frage ist einfach, wie mache ich denn überhaupt eine Online-Veranstaltung? Was sind so die wichtigen Dinge, an die ich denken muss? Und ich sage einfach, genauso wie eine Offline-Veranstaltung. An was denkst du, wenn du offline eine Veranstaltung machst? Ja, du denkst an eine gewisse Struktur, du musst die Leute führen, du musst ihnen genau sagen, wann sie wo, was, wie finden.
Offline wären es selbst die Wegweiser zur Toilette, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber genauso müssen wir die Leute kanalisieren. Wo finden sie welchen Ansprechpartner? Und das sind die ersten Fragen. Ja, wie organisiere ich das im Prinzip? Und man muss aber auch sagen, es ist nicht nur auf Seiten der Veranstalter, sondern auch auf Seiten der Besucher entstanden, dass sie mehr verlangen. Und es geht so ein bisschen in Richtung Entertainment so langsam. Also ich kann aber meistens kann ich nicht einfach nur nüchtern eine Information in den Raum schmeißen und sagen, das finden die jetzt alle super. Sondern genauso wie ich offline die Menschen begeistern muss, abholen muss, entertainen muss, so muss ich das online auch zum Teil sogar noch ein bisschen mehr, um sie einfach bei Laune zu halten. Das heißt, ein wirklich gutes Konzept mit allen Details ist online genauso wichtig wie offline auch. Und sei es auch, wann sind die Pausen, wie lang sind die Pausen, ich muss den Menschen Zeit geben, auch sich mal zu erholen vom Bildschirm. Der größte Fehler, den viele machen, ist, dass sie sagen, wir machen jetzt 3 Stunden Programm, da machen wir eine halbe Stunde Pause. Die Pause soll aber eigentlich Networking sein, welches ja auch online stattfindet. Und danach machen wir wieder 3 Stunden Programm. Nein, gib den Leuten eine halbe Stunde oder eine Stunde Pause, um mal die Augen zu entspannen, auf Toilette zu gehen, weg vom Computer und dann den Networking-Bereich als eigenständigen Konzeptteil der Veranstaltung, aber nicht statt der Pause. Mhm. Und all diese Dinge mussten wir auch erstmal lernen und unsere Kunden natürlich auch, um langfristig gute Veranstaltungen umzusetzen. Aber Faustregel, wie machst du sie offline, so machst du sie auch online. Ja, Entertainment. Und dafür bieten wir eben die ganzen technischen Lösungen, um das auch easy umzusetzen. Ja, also diese Angst vor der Komplexität, wie viel Technik brauche ich dafür, wie hole ich die Leute ab und so, es ist alles eigentlich super easy. Bis welche Größe geht ihr so? Also könnt ihr... Ich glaube, 6.000 Personen war bis jetzt das Höchste, was wir hatten. 6.000? Wahnsinn. Ja. Und das kann eure Software... Wir sind nach oben offen, sozusagen. Also das ist so, wir sind vielleicht so das Pendant zur Messe Berlin oder sowas. Nur, dass wir eben keine räumliche Begrenzung haben, sondern wir sagen, sag uns, wie viele Leute kommen und wir eröffnen die Räume. Ne? Weil das am Ende ist es ja nur eine Frage der Serverkapazität. Und wenn wir wissen, dass da so viele erwartet werden, dann können wir auch entsprechend die Server andocken. Also da gibt es ja kein Limit. Es wird dann halt teurer, aber es gibt kein technisches Limit. Ja, krass. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es so groß ist. Also ich hätte so irgendwie so ein paar hundert vielleicht gedacht oder so, ja, aber dass dann irgendwann so die technischen Kapazitäten einfach nicht ausreichen. Nein, also unser Konzept ist so aufgebaut, dass wir wirklich skalierbar sind, nach oben komplett offen. Denn du musst dir vorstellen, auch wenn du jetzt an eine klassische Messe denkst, dann hast du ja oft viele Messehallen, in denen dann wieder einzelne Stände sind. So ähnlich ist es bei uns auch. Das heißt, wir sagen einfach, wir haben eine Halle. In dieser Halle ist Kapazität für x Leute. So ist es ja auch auf der Offline-Messe. Ja, die Halle kann ja auch nicht unendlich viele Menschen aufnehmen, sondern da passen maximal x Menschen rein. Wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, wie viele Stände ich in einer Halle unterbringen kann. Wenn ich aber, keine Ahnung, 300 Messestände habe, dann muss ich entsprechend natürlich auch Messehallen haben. Und so ähnlich ist es bei uns auch, weil dann diese Räume gleich der Messehalle sind. Und jeder Raum, jede Halle läuft auf einem eigenständigen Server. Brauche ich also 300 Hallen, habe ich 300 Server. Brauche ich 400 Hallen, habe ich 400 Server. Fertig. Krass. Das heißt, wenn jetzt, sagen wir mal, ein größeres Unternehmen kommt zu euch, will dann mit euch zusammenarbeiten, was haben die so für Annahmen im Kopf, wo du immer dann schon so als Vertriebler dann natürlich auch so, warte mal, so, nee, so ist es gar nicht, sondern geht eher in diese Richtung. Hast du solche Sachen? Ja, definitiv. Also eher andersrum. Also wir verkaufen den Kunden selten, also eigentlich, was heißt selten? Wir versuchen nichts zu verkaufen, was der Kunde nicht benötigt. Ganz im Gegenteil. Wir sagen ihnen relativ klar, wenn der Kunde zum Beispiel sagt, also wir erwarten, dass 100% aller Teilnehmer auch zum Online-Networking kommen, dann sagen wir, wird nicht passieren. Geht nicht. Weil viele gar keinen Bock drauf haben, weil manche wirklich die Pause nutzen, um auf Toilette zu gehen. Das heißt, erfahrungsgemäß werden da wahrscheinlich 30 bis maximal 50% der Leute kommen, wenn überhaupt. Ne? Und deshalb braucht man dann auch nicht unbedingt die Kapazitäten auch gleich auf volle 100% Auslast legen. Mhm.
wir sind auch am Ende des Tages in gewisser Weise Berater geworden, weil wir eben so viele unterschiedliche Veranstaltungen gesehen haben und dann schon sagen können, lohnt sich oder lohnt sich nicht oder legt doch mal den Fokus mehr da drauf als da drauf. Ob sie dann diese Beratung annehmen, ist jetzt wieder eine andere Frage. Viele sind dankbar dafür. Aber das hat uns wiederum geholfen, vom rein technischen Anbieter wegzugehen, auch zu einer Art Add-on-Dienstleistung. Also das heißt, wir müssen es nicht. Manche kommen inklusive einer Agentur zu uns und sagen, da ist unsere Eventagentur, die übernimmt die ganze operative Umsetzung. Sagen wir, super, dann habt ihr jemanden an Bord, der sich auskennt. Wir haben aber auch Unternehmen, die sagen, wir haben null Ahnung, wir haben auch gar keine Kapazitäten dafür, aber wir wollen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bieten wir das eben mit an. So, und dann machen wir das ganze Projektmanagement bis hin zur IT-Beratung und on top. Muss man nicht, kann man optional halt haben, wenn man möchte. Mhm. Und da müssen wir manche schon ein bisschen bremsen. Ja, was sind so die drei häufigsten? Also auch gerade so, was die Anforderungen angeht. Bitte? Genau, also was sind so die drei häufigsten Sachen, wäre jetzt auch meine Frage gewesen halt, die da so auftauchen, wo du sagst so, warte mal, müssen wir ein bisschen anders denken? Was sind die häufigsten? Also erstmal, viele überladen so ein bisschen das Ganze. Also die wollen noch das und die Funktion und jene Funktion und so weiter und so fort. Am liebsten, dass der Kunde überhaupt oder beziehungsweise der Besucher des Kunden überhaupt nichts mehr machen muss, sondern nur noch da sitzt und geführt wird. Das ist in gewisser Weise richtig, aber es führt auch dazu, dass das Engagement wiederum fällt. Weil wenn ich mich komplett berieseln lasse als Gast, dann habe ich nichts zu tun und dann denke ich mir so, ich habe eigentlich gar keinen Bock jetzt zuzuhören. Ja, wie oft waren wir zum Beispiel auf einem Kongress oder einer Konferenz, wo der Speaker grottenschlecht war. Mhm. Und dann denke ich mir so, ich auf meinem Niveau habe da jetzt nichts gelernt und habe auch gar keine Lust zuzuhören. Ich würde viel lieber mal ein bisschen über die Stände laufen oder mal jemanden zufällig treffen oder sowas, diese Flexibilität haben. Das heißt, wenn ich da zu sehr kanalisiert werde, verliere ich vielleicht die Lust. Also muss man auch mal die Gäste sein lassen, ja, tun lassen. Das ist das eine, was viele falsch machen. Und wie gesagt, dieses Thema, wann mache ich Networking, wie viele Pausen brauche ich, wie viele Informationen kann ich dem Gast überhaupt zumuten? Ja, ich kann den nicht 5 Stunden vor einen Monitor setzen und den beballern mit Informationen. Auch das funktioniert nicht, sondern lieber aufteilen und sagen, dann lass uns doch lieber jeden Tag 1 Stunde machen, das über 4 Tage, als an einem Tag 8-Stunden-Session oder sowas. Das sind alles solche Dinge, die im Grunde genommen gelernt werden müssen. Hängt auch immer so ein bisschen von der Zielgruppe ab. Wenn ich jetzt Ältere habe oder nicht ganz so technikaffine, sind sie deutlich sensibler, was sowas angeht, als wenn jemand aus dem IT-Bereich zum Beispiel kommt und sowieso den ganzen Tag Zoom-Calls etc. macht und das auch so ein bisschen gewohnt ist und auch Bock hat auf was Neues. Was sind da so, wenn man jetzt mal so in Richtung Konkurrenz vielleicht schaut, was sind so die größten Fehler, die gemacht werden oder wo ihr sagt, so das wollen wir auf jeden Fall anders machen? Naja, wir haben im Grunde genommen unser Produkt, also ich hatte ja gesagt, wir haben unser Produkt im Prinzip auf die Kerninhalte Networking bzw. Socializing und dieses Engagement plus Emotionen gelegt. Und erst dann, nachdem wir das gelöst haben, haben wir die Technik drumherum gebaut, also alles, was man sonst noch so benötigt. Viele kommen genau mit dem Gegenteil. Das heißt, sie sagen, also bei uns kann man total schöne Seiten bauen mit so Eingangsportal. Und dann denke ich mir so, gut, das ist ja im Grunde genommen nichts anderes als eine Webseite. Aber was danach kommt, ist dann wieder nur ein Zoom-Call in Anführungszeichen. Das heißt, die bauen eine statische Seite. Auf dieser statischen Seite ist ein Messestand zu sehen. Da kann ich dann auf ein YouTube-Video klicken oder auf einen Download-Link oder irgendwie sowas oder einen Text lesen. Und wenn ich dann aber mit jemandem sprechen will, klicke ich auf einen Button und dann öffnet sich ein Jitsi oder ein Teams oder was auch immer und dann bin ich wieder in diesem One-to-Many. Das heißt, ich habe im Grunde genommen nicht viel gewonnen. Deshalb Event-Tech-Plattform ist nicht immer gleich Event-Tech-Plattform, auch wenn wir uns alle so schimpfen, aber es ist schon ein bisschen was anders. Ich vergleiche das im Übrigen immer mit dem Thema, wenn dir einer sagen würde, ich brauche ein Vehikel, ich muss von A nach B kommen, dann würdest du ja auch sagen, was brauchst du denn? Brauchst du ein U-Boot, ein Schiff, ein Flugzeug, ein Zug, ein Auto, schnelles Auto, langsames Auto, bequemes Auto und so weiter. Ne? Das sind alles, musst du viel transportieren? Ja, nein. Das sind alles so Faktoren, die du eigentlich wissen musst, wenn du die Frage beantworten willst, wie komme ich von A nach B?
So ist es bei uns im Grunde genommen auch. Was ist deine Kernherausforderung oder Anforderung, die wir lösen müssen? So ergibt sich das dann. Ja, wenn du jetzt, also denk jetzt mal so ein bisschen über den Markt nach. Du sagst jetzt halt, ihr seid sehr im B2B-Segment unterwegs. Wenn ich mir so anschaue, ich habe ein immer größer werdendes Netzwerk und ich möchte halt auch mal einfach Netzwerkveranstaltungen machen, die jetzt vielleicht nicht gleich in die Tausende gehen, sondern vielleicht Dutzende oder vielleicht 100, 200 Leute mal sind. Bietet sich das auch an für kleinere Unternehmen, die sich am Markt sozusagen damit noch mal ein bisschen herausstellen wollen? Absolut. Also die Größe, wie es so schön heißt, ist nicht entscheidend, sondern was man daraus macht im Grunde genommen. Ja, das ist wie im echten Leben halt. Nein, es ist wirklich so, es ist auch für kleine Unternehmen gedacht. Man muss nur einen Faktor halt klar sehen, wenn ich jetzt aus Kostengründen mache, beziehungsweise andersrum gesagt, was ist mein Ziel, was ich erreichen möchte und wie viel ist es mir wert? Ich muss sagen, wir sind definitiv teurer, als wenn ich so entweder so eine kostenlose Lizenz von Zoom nehme oder selbst so eine Mini-Paket-Lizenz, wo ich vielleicht im Jahr 200 Euro ausgebe, habe aber eine deutliche Limitierung in dem, was ich damit tun kann. Ne, und da muss man einfach abwägen, lohnt sich das für diese kleinen Unternehmen? Was will er eigentlich erreichen? Wenn er jetzt den Kunden begeistern möchte, also seinen Kunden, mit etwas Individuellem, mit etwas Neuem, mit ein bisschen mehr Engagement, vielleicht so eine Art Showroom aufbauen will für längerfristige Nutzung und so weiter und so fort, macht das absolut Sinn. Wenn ich aber eher nur telefonieren möchte mit Video, dann reicht natürlich auch ein Zoom-Call. Also ich will nicht sagen, dass wir in Zukunft einen Zoom-Call ersetzen werden, sondern es ist einfach ein anderes Medium, ein anderer Inhalt. Zoom und Teams und so weiter hat ja seine absolute Legitimation. Genauso wie ein Telefon nach wie vor eine Legitimation hat, obwohl ich E-Mail habe, Postverkehr und so weiter und so fort. Alles hat seine Legitimation, wenn ich damit das Ziel erfülle. Mhm. Und deshalb für kleine Unternehmen, die sich besonders toll präsentieren wollen in einer völlig neuen Umgebung mit deutlich mehr Engagement, kann ich das hervorragend nutzen. Also wir bieten auch so kleine Produkte, Pakete an, die schon für ganz kleine Unternehmen gedacht sind, ja, mit 25 Leuten zum Beispiel. Hol mich mal rein, so ein bisschen an eure Preisstruktur. Kannst du da Beispiele nennen, wie ihr da aufgestellt seid? Also im Grunde genommen, es gibt zwei Strukturen. Wir machen entweder One-Off-Geschichten, wo man sagt, okay, ich brauche das jetzt nicht ständig, sondern vielleicht einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr. Oder wir sagen, okay, ich brauche das ständig, ja, ich brauche das für jeden Tag und vor allen Dingen ad hoc brauche ich es oft. Dann haben wir auch so eine Monatsnutzung im Grunde genommen, wo man immer ad hoc noch was dazu buchen kann. In dieser Monatsnutzung sind bestimmte Inhalte schon mit dabei, also Supportstunden, Designs und so weiter und so fort, je nachdem, was der Kunde benötigt. Und dann hat er alles da, gerade wenn man jetzt so einen komplizierten Einkaufsprozess hat, wie viele Konzerne. Also wir haben das Glück gehabt, dass wir relativ zügig mit einigen deutschen Konzernen direkt Rahmenverträge gemacht haben, weil die sagen, ach, ich will nicht jedes Mal durch den Einkauf gehen oder sowas, sondern ich brauche das ad hoc regelmäßig für ähnliche Veranstaltungen, dann ist das immer da, wie so meine private eigene Messehalle oder Messeumgebung, die ich immer nutzen kann, kann man adaptieren. Und das beginnt ungefähr so, wir nehmen da so um die 120 Euro pro Raum, pro Tag. Wenn es so eine Halle wäre, jetzt vielleicht übertrieben, aber das geht so ab 25 Personen los, die sich in so einer Halle gleichzeitig tummeln können. Und geht dann bis 50, beziehungsweise wir haben auch eine sogenannte digitale Bühne, die eher an eine echte Bühne angelegt ist. Da geht es dann auch bis 1000 Personen, die gleichzeitig dort interagieren können. Und dann braucht man je nachdem entsprechend viele Räumlichkeiten. Und ihr teilt wahrscheinlich auch auf wegen den, nehmen wir mal an, wegen den Serverlasten, oder? Dass je nachdem, wer was wie viel braucht, muss er natürlich Serverlast kaufen halt, ne? Richtig. Und du kennst es bestimmt auch von Zoom und Teams und Co. Du siehst ja nie alle Teilnehmer, sondern du siehst vielleicht nur eine Handvoll und dann musst du wieder weiter scrollen, um die nächsten zu sehen und so weiter. Der wesentliche Bestandteil dessen, warum das so ist, ist, dass diese ganzen Livestreams der Videos die herkömmlichen CPU-Leistungen von solchen handelsüblichen Haushaltslaptops einfach überschreiten. Das heißt, die werden extrem heiß. Wenn du so einen fancy Mac hast ohne Lüftung, dann wird es kompliziert.
Und deshalb mussten wir einfach die ganze Teilnehmerzahl limitieren, damit wir trotzdem alle Videos spielen können. Denn selbst wenn du jemanden nicht siehst, direkt, bedeutet das ja nicht, dass der Stream im Hintergrund trotzdem nicht läuft. Das ist so ein bisschen der technische Nachteil. Klar, manche sagen, oh, ich hätte gerne 500 Leute in einem Raum, macht überhaupt gar keinen Sinn. Weil selbst in einer Offline-Messehalle kann ich nicht mit 500 Leuten gleichzeitig kommunizieren, außer es ist wieder eine Bühne, dafür haben wir ein anderes Produkt. Ja, dann ist es wieder automatisch ein One-to-Many. Ja. Okay, was war so die geilste Veranstaltung, die ihr bis jetzt hattet, wo man darüber berichten darf? Oh, wir hatten einige. Highlight war zum Beispiel letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, ein Teil der Berlinale hybridisiert. Ja, da, wenn die Berlinale plötzlich bei dir klingelt und sagt, du, wir brauchen mal da ad hoc eine Lösung, weil Event kann nicht stattfinden sonst, haben wir gesagt, mega. Ja? Und das alleine dieses Logo dann zu haben und zu sagen, das ist unser Kunde gewesen, ist schon natürlich geil. Und dann haben die, das war eine Nebenveranstaltung, hieß Berlinale Talents, internationale Veranstaltung. Normalerweise kommen die Gäste aus der ganzen Welt. Da gab es also so eine Art Nachwuchsförderung für neue Regisseure, Schauspieler etc. Und da gab es natürlich auch einen Preisträger und der Film wurde gezeigt und die Preisträger kamen irgendwo aus der ganzen Welt und wir haben das als Hybridveranstaltung umgesetzt und für uns bedeutet zum Beispiel Hybrid nicht, dass wir nur einen Livestream machen und man kann sich das angucken wie im Fernsehen, sondern für uns bedeutet Hybrid, dass die Teilnehmer, egal wo sie gerade sind, ob online oder offline, immer in beide Richtungen miteinander kommunizieren können. Und das war schon natürlich mega. Oder wir haben Hagebaumesse, waren ein paar tausend Leute da, war ein super komplexes Thema, haben wir 3 Monate zusätzliche Feature entwickelt. Und als man dann die Veranstaltung durchgeführt hatte, haben wir alle gesagt, war mega. Ja? Oder jetzt aktuell arbeiten wir sehr viel mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung zusammen. Die machen gefühlt 2x im Monat eine große Veranstaltung mit verschiedenen Zielgruppen, wo man sagt, also alleine, dass so jemand wie das Bundesministerium für Jugend und Forschung zu uns kommt und mit unserem Tool arbeitet. Und eigentlich muss ich ehrlich gestehen, jede Veranstaltung, völlig egal welche, ist einfach toll für uns, deshalb dieses Thema glückliche Kunden, weil ich sehe mich immer noch und ich sehe uns immer noch als kleines Startup, ja, und dass wir dann aber trotzdem mit so einem Siemens, BASF, Telekom, Mercedes-Benz, Bundesministerium, bla bla bla, zusammenarbeiten, ist jedes Mal ein Ritterschlag. Jede einzelne Veranstaltung ist für uns ein Ritterschlag, wo wir stolz drauf sind. Deshalb kann man das gar nicht so hervorheben. Natürlich diejenigen, die besonders kreativ sind, machen dann auch am meisten Spaß, wenn man sagt, endlich will der Kunde mal uns wirklich so ans Limit reizen und sehen, was wir noch können. Ja. Hast du da mitbekommen, wo die in der EU versucht haben, so ein Metaverse auf die Beine zu stellen und deine Veranstaltung gemacht haben? Habe ich. Und 6 Leute kamen für 500.000 Euro Budget. Habe ich. Lag aber, glaube ich, aus meiner Sicht nicht an der Plattform an sich oder an der Idee, sondern an der Kommunikation, weil die EU einen wesentlichen Fehler gemacht hat, was viele machen. Die haben gesagt, wir als EU laden ein und eigentlich müssten doch alle vor Freude vom Sessel hüpfen. Und genau das ist nicht passiert. Es war allen quasi scheißegal. Und das überschätzen viele. Also die sagen, nur weil wir sind, müssten doch alle in die Knie gehen vor Freude. Nein, man muss denen was bieten. Und ich glaube, die Zielgruppe war sehr, sehr jung. Und da hätte man einfach ein richtiges Happening draus machen müssen. Warum soll der junge Mensch zu diesem EU-Event gehen? Was ist der Anreiz? Vielleicht mit Konzert und Meet and Greet von irgendwelchen Celebrities, keine Ahnung. Auf jeden Fall war die Kommunikation im Vorfeld aus meiner Sicht extrem schlecht. Hättet ihr da günstiger hinbekommen? Ich glaube, in dem Falle wären wir gar nicht das richtige Produkt gewesen, um ehrlich zu sein, weil das war eher so ein B2C-Thema, was eher auf fancy Avatare und Spaßfaktor und so weiter ausgelegt war. Das wäre gar nicht so unser Kern gewesen. Ne? Dafür gibt es tatsächlich so Unternehmen wie Journey hier aus Berlin zum Beispiel, die eher so auf diese kommerzielle Massenschiene gehen und wirklich tolles Produkt haben, aber völlig andere Zielgruppe und völlig anderen Inhalt als das, was wir machen. Deshalb bin ich ja gar nicht so traurig, dass wir da gar nicht mit involviert waren, weil das hätte nicht funktioniert.
Ja, kann ich sehen. Weil da habt ihr einfach von der Zielgruppe her einen ganz anderen Anspruch sozusagen an dem, was brauchen genau. die eigentlich, ja, und was liefert ihr dort. Richtig. Genau. Wir haben jetzt ja nur noch ein paar Minuten Zeit, deswegen kürze ich jetzt hier mal so ein bisschen ab. Ich hätte ansonsten noch drei, vier Fragen, aber wir können ja gerne noch mal reingehen und dann können wir mal ein bisschen tiefer eintauchen. Mich würden ein paar Funktionen noch interessieren, wie man noch vielleicht mit Musik-Acts arbeiten kann und so weiter. Aber da, wie gesagt, können wir noch mal drauf eingehen später. Was mich mal interessiert noch, du hattest gesagt, ihr habt, dass diese Zeit nach Corona war wirklich sehr, sehr anstrengend, hat aber dadurch erstmal das bewirkt, was ihr jetzt eigentlich auf die Beine gestellt habt. Und da ja hier auch viele Unternehmer zuhören und Leute, die halt auch immer mal wieder auch durch schwere Zeiten durchgehen, würde ich dir gerne ganz kurz nochmal die Frage stellen und dir den Raum kurz mal geben. Was ist so für dich eine der größten Lehren oder vielleicht so zwei, drei, je nachdem, wie die verknüpft sind miteinander, die du gezogen hast aus dieser Zeit als Unternehmer, als jemand, der etwas entwickelt und das dann durch so eine Krise gehen muss? Ja. Ja, also was ich für mich gelernt habe, ist keine Panik. Denn was wir wirklich gut gemeistert haben, im Gegensatz zu manch anderem Startup, also wir haben uns sehr lange und sehr viel darüber unterhalten, auch jetzt so im Nachhinein, weil wir gesagt haben, wir sind sehr nüchtern an die Problematik rangegangen. Also wir sind nicht Hals über Kopf in irgendeine Richtung gerannt. Natürlich haben wir kalte Füße gekriegt. Ist normal. Ja, du hast ja die Verantwortung auch für alle Angestellten und für all die Investoren und so weiter und so fort. Also das war jetzt nicht so einfach. Also es hat einige schlaflose Nächte gekostet. Aber man muss erstmal drüber schlafen, man muss nüchtern sich zusammensetzen und gucken, was können wir daraus machen. Und das höre ich immer wieder auch von jungen Kollegen von mir, die zum Beispiel, weiß ich nicht, die kommen aus dem Gespräch mit dem Kunden und dann gibt es ja manche Kunden, die, ich sag mal, da sind die Gespräche schwierig. Und dann kommen die da raus und sagen, um Gottes Willen, konnte nicht schlafen, weil der fand irgendwas total doof und so weiter und so fort. Und dann sage ich immer, halt, schlaf erstmal drüber, es wird sich eine Lösung finden. Ja, nicht Hals über Kopf in eine Richtung rennen, sondern nüchtern betrachten, dann ganz pragmatisch rangehen und sagen, so, jetzt gucken wir uns das realistisch mal an, was können wir daraus machen, wie kommunizieren wir das und so weiter und so fort. Mhm. Und im Grunde genommen war das in diesem Falle genauso. Ja, wir sind natürlich erstmal total hibbelig geworden, weil wir dachten, scheiße, die haben uns jetzt Geld gegeben, die Investoren, und wir kommen nicht weiter und so, was machen wir jetzt? Und dann haben wir überlegt und haben in alle Schubladen geguckt und so hat sich das dann langsam entwickelt. Und das war für mich eins der wesentlichen Learnings, keine Panik. Mhm. Egal was passiert, keine Panik. Es fällt keiner morgen tot um. Wir sind alles keine Herzchirurgen, wo ich innerhalb von einer Sekunde entscheiden muss, was ich mit dem Patienten mache. Sonst verreckt er mir auf dem OP-Tisch. Ja? Kein Mensch stirbt durch unsere Produkte, hoffe ich. Und daher erstmal nachdenken, überlegen, was passieren kann und dann das Beste daraus machen. Und oft findet man eine Lösung. Und das ist so ein bisschen diese nüchterne Erfahrung, die wir hatten. Wir sind auch vom Startup im Durchschnittsalter extrem alt, sage ich. Ja, wir sind irgendwo zwischen 40 und 50. Ich breche eher so die obere Grenze, unser CEO auch. Und dann nach unten wird es dann nicht mehr so jung. Ne? Und ich glaube, genau diese Erfahrung hat uns am Ende oder diese Nüchternheit hat uns dann auch das Leben gerettet. Es gibt immer eine Lösung. Und das ist wirklich die Erfahrung, die ich jetzt so in der letzten Zeit sammeln konnte. Okay. Und dann, so, das versuche ich auch immer weiterzugeben an die jungen Kollegen. Ja, ist super wichtig, weil selbst wenn die größten Katastrophen über dich einbrechen, ich meine, wir sind ja immer noch in einem sehr holprigen Fahrwasser für viele Unternehmen, für viele Branchen, teilweise wirklich existenzbedrohend, ja, und da nach Lösungen zu suchen. Das wird doch nicht besser werden in den nächsten Jahren. Genau. Und es gibt für alles Lösungen. Die Frage ist halt nur, wie kann es aussehen? Ja, und das findest du meistens nicht im Panikmodus, sondern das findest du dann, wenn du gesetzt rangehst und wenn du dann sozusagen deine Informationen ziehen kannst. Ja. Genau. Also im Panikmodus kannst du im Zweifelsfall Entscheidungen treffen, die im Grunde genommen nicht der richtige Weg sind. Und dann kostet dich das noch mehr. Und manchmal muss man einfach nüchtern sagen, ich meine, ich mache seit 20 Jahren Startups, ich war nicht selten in der Situation, dass wir gesagt haben, um die Firma zu retten, müssen wir einfach mal die Hälfte der Leute gehen lassen. Wir waren dann aber zumindest so fair und haben für jeden Job besorgt oder zumindest versucht, sodass uns keiner böse sein konnte. Natürlich ist es erstmal ein bisschen Herzschmerz und so weiter, aber am Ende des Tages haben wir dann doch das Beste rausgeholt. Und das ist ja das Entscheidende, für alle Beteiligten das Beste rauszuholen.
Hast du noch einen Tipp, wie man in solchen Situationen das Beste rausholen kann? Wie gesagt, also nüchtern betrachten, auch viel reden. Man muss viel reden. Es gibt ein sehr cooles Buch, mir fällt gerade leider der Titel nicht ein. Das ist von einem Finanzmogul geschrieben und der sagt ganz klar, es gibt ja so Charaktere, die müssen immer selber die Entscheidung treffen. Also die fühlen sich sonst minderwertig oder nicht in ihrer gehobenen Position, dass sie nicht die Entscheidung selber getroffen haben. Also diese Typen, die immer denken, sie wissen alles. Und er hat in diesem Buch sehr schön beschrieben und gesagt, eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Man kann nicht alles wissen. Und man muss einfach viel reden, sich viel austauschen, um das Beste rauszuholen. Weil vielleicht sieht jemand das von außen anders und öffnet einem die Augen. Und es schadet nichts, sich auch mal inspirieren zu lassen von links und rechts. Ganz im Gegenteil, es kann sogar sehr, sehr hilfreich sein. Mhm. Und das, finde ich, ist wirklich ein guter Tipp. Also Ohren aufsperren, zuhören, was machen eigentlich die anderen? Was, selbst wenn man nicht deren Meinung ist, man muss ja nicht zwangsläufig dann das befolgen, was sie sagen. Aber es schadet nichts, es sich zumindest mal angehört zu haben. Und es auch nicht wirklich sofort persönlich nehmen, sondern mal sagen, okay, lass mal hören, was er zu sagen hat. Vielleicht hat er ja recht. Ja. Also wirklich netzwerken, auch in so einer Situation. Es ist ja leider in Deutschland oft so, dass wenn man versagt, in Anführungszeichen, ist es eher ein Schwächesignal. Aber um ehrlich zu sein, man kann auch mal zugeben, dass man nicht weiter weiß. Warum nicht? Weil wenn das Ergebnis nachher ist, dass man die ganze Situation gerettet hat, umso besser. Ja, absolut. Das Ergebnis ist ja am Ende das Entscheidende und nicht, wie ich da hingekommen bin. Ja. Ja, und im Endeffekt, ihr habt es ja vorgemacht, dass ihr aus der Krise eigentlich erst das Gold rausgeholt habt, sozusagen. Ja. Genau, aber per Zufall. Also hätte ich das geplant vielleicht im Vorfeld, wären wir nie drauf gekommen. Aber ja, daraus hat sich natürlich vieles aufgebaut. Wir hätten ja auch sagen können, als der erste Lockdown kam, wir machen zu, unser Produkt ist nicht mehr marktfähig, tschüss, jeder geht seines Weges. Und das haben wir halt nicht gemacht. Ja, das ist vielleicht noch so der andere Fingerzeig, dass man sagt, okay, auch den Kopf oben zu halten und zu sagen, pass auf, wir geben jetzt hier nicht gleich alles weg, sondern wir schauen mal, was wir noch draus machen können halt, ja, weil es gibt ja doch vielleicht irgendwie noch eine Möglichkeit, die wir gar nicht sehen halt, ja, und dann sozusagen in die Zukunft zu projizieren, dass es ja vielleicht doch da hinten noch eine Lösung gibt, ja, auch wenn ich es jetzt noch nicht sehen kann halt. Genau, die vielleicht sogar besser ist am Ende des Tages. Ja, genau, erstaunlicherweise, ja. Ja. Okay, dann ganz kurz noch, wenn man jetzt Lust hat, euch kennenzulernen und sagt, okay, ich möchte mir das mal anschauen, ich möchte gerne mal mit eurem Vertrieb, mit euren Beratern reden, wie kommt man am besten auf euch drauf zu, wie kann man am besten Kontakt aufnehmen? Also einfachste Methode, über unsere Webseite tremba.com gibt es ein Formular, da steht auch eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse oder man füllt das Formular aus und dann meldet sich jemand. Das ist so der einfachste Weg. Okay, und dann arbeitet man mit euch zusammen die Strategie, was man genau braucht oder wo in welche Richtung so gehen kann. Und richtig, also es gibt erstmal eine ganze Menge an Gesprächen im Vorfeld, was will der Kunde überhaupt? Manchmal wissen sie es ja nicht mal selber und dann muss man das gemeinsam rausfinden. Und bevor wir, wie gesagt, das Produkt überladen mit Funktionen, die kein Mensch braucht, hören wir uns das erstmal sehr genau an, geben Tipps, bauen dann die Plattform individuell für den Kunden und so versuchen wir, das, was wir anfänglich ja gesagt haben, den Kunden glücklich zu machen. Sehr schön. Wie eine Beziehung, man muss viel reden. Ja, immer so, gerade im Business, ja. Also wenn du da nicht kommunizierst, genau, dann fehlt dir was. Das ist wirklich so. Ja, okay. Das stimmt. Dann für alle Zuhörer, Zuschauer ein Beispiel, wie man ein Startup aus der Krise wieder in geiles Fahrwasser bringen kann, neue Ideen daraus entwickelt und vielleicht auch für jemanden, der jetzt hier gerade zuhört, ein ganz spannender Aspekt hier irgendwie sowas vielleicht noch mit reinzuholen. Ich sehe das auf jeden Fall bei mir hier auch gerade hoch. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier auch außerhalb dessen nochmal kommunizieren werden für so ein Event. Aber das machen wir dann nach dem Call hier. Ich wünsche jetzt erstmal dir weiterhin viel, viel Erfolg auf deinem Weg, allen Zuhörern, Zuschauern noch viel Erfolg mit ihrem Business und wenn du magst, darfst du gerne nochmal ein Wort an die Zuschauer, Zuhörer richten.
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Auch euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast. Ich glaube, das ist ein sehr guter Weg. Vor allen Dingen, weil man viel damit lernen kann. Und eigentlich an die Zuschauer kann ich nur das richten, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Also manchmal etwas nüchterner, pragmatischer rangehen, kurz mal abwarten und dann eine Entscheidung treffen. Nie überstürzen, sowieso am besten immer drüber schlafen und immer nett und freundlich sein. Seid lieb zueinander. Genau. Sehr schön. Alles klar. Dann alles Gute und bis zum nächsten Mal im Unternehmerporträt. Euer Matthias. Ciao, ciao.